Guti, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Foundation in der Early Access. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir haben, ja, doch das ein oder andere jetzt abgewartet, sodass wir nicht nur ein bisschen mehr Geld hatten und die Weberei in Auftrag geben konnten. So kommen dann neue Stoffe zustande, die wir dann auch wieder für die Mühle und gegebenenfalls auch für das ein oder andere mehr verwenden können, sondern eben auch die Steinmetzhütte, die jetzt nach und nach fertig gebaut wird. Klar, Holz fehlt noch, aber 4 Holz steht jetzt noch zur Verfügung. Es dürfte also gleich fertig sein und dann werden wir uns auch um den Rest kümmern können, sprich die Weizenfarm. Hier drüben wird auch schon die Schäferei immer weiter hochgebaut. Sie müssen bloß immer sehr weit laufen und haben natürlich auch immer diese doofen Laufwege hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Am liebsten würde ich selber die Wege dann auch noch pflanzen, aber pff, das Spiel entwickelt sich nun mal von alleine weiter, ne? Also man muss immer mit den Gegebenheiten arbeiten, die dann auch wirklich da sind. Und die gegeben sind. Ach. Und dann werden wir uns natürlich auch demnächst nochmal ein neues Lagerhaus kaufen. Ein Mönch ist ebenfalls auf dem Weg zu unserem Dorf, beziehungsweise zu unserer Stadt. Freue ich mich. Das Zimtdorf. Juhu. So, wie sieht's aus? 2 Holz fehlen noch. Kommt, Leute. So schwer kann das doch nicht sein, Holz ranzukriegen. Beförderung ist ebenfalls verfügbar, aber ich kann jetzt keine Leute befördern. Wir haben kein Geld dafür. Wir sind schon wieder Minus. Was daran liegt, dass wir natürlich auch sehr viele Dinge noch eingekauft haben. Unter anderem auch Werkzeuge, die immer noch irgendwo verbaut werden. Wie beispielsweise hier, da fehlen noch 2 Werkzeuge. Da sind die Werkzeuge komplett, hier sind die auch komplett. Das heißt, den Handel mit Werkzeugen sollte ich erstmal wieder einstellen. Wir waren aber schon bei über 100, weil wir lange Zeit keine eingekauft haben und deswegen konnte ich zumindest die Weberei in Auftrag geben. Wenn jetzt die Werkzeuge drin sind, 23 ist völlig in Ordnung, zumindest fürs Erste. Wir werden erst später dann weitere Werkzeuge einkaufen. Heißt hier, Stopp vom Einkauf von Werkzeugen. Ansonsten sieht es gut aus. Der Marktplatz, der wird natürlich auch immer mehr Geld generieren. Wir stehen nicht doof da. Der Mönch ist bei uns an der Tür und möchte gerne 50 Bretter haben. Nee, das... Will ich das? Gute Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Also dem König zu helfen würde nichts bringen. Wir haben im Moment keine Burg, dementsprechend keinen Prunk. Und ohne Prunk können wir die nächsten Teile nicht freischalten. Also werden wir, wenn dann, unserem Volk helfen oder aber dem Klerus. Ich würde sagen, wir helfen nochmal dem Volk. Und wir werden natürlich auch das Sägewerk bald wieder in Auftrag geben, beziehungsweise wieder... Was? Ein Gemeiner verlässt euch. Achso, weil er nicht das bekommt, was er will. Ja, pff. Da kann ich jetzt nichts gegen tun. Das tut mir echt leid. Wirklich nicht. Das ist mir eigentlich auch relativ egal. Die Einwanderung ist niedrig. Dadurch, dass die Beschäftigung niedrig ist, die Zufriedenheit nur einen Durchschnitt erlangt. Und die Wohnfläche, die ist aber hoch. Da haben wir sehr viel auch zur Verfügung gestellt. Was mich wundert, ist, dass die das alles nicht fertig kriegen. Aber es fehlt eben vorn und hinten an Holz, während jetzt die Steinmetzhütte fertig gemacht wird. Das ist schon mal gut. Da können wir dann die ersten Leute auch gleich arbeiten lassen, dass zumindest die Steine schon mal zu richtigen Brocken fertig gemacht werden, die dann auch für den Bau verschiedener Gebäude zur Verfügung stehen sollen. Wenn wir die Kirche ausbauen wollen, sind da schon neue Gebäudeteile? Ja. Wir dürfen jetzt eine Steinerweiterung mit ranbauen oder aber sogar ein Steingrab, was einfach bloß zur Deko ist, aber dementsprechend auch nochmal, ich glaube, irgendwas bringt. Da steht zwar Vorabkosten, aber ich glaube, ich kriege eher zwei... Muss ich dafür 2 Teile ausgeben? Ehrlich? Das hätte ich nicht gedacht. Ein neuer Bewohner ist da. Das ist schön. Solange uns nur die Gemeinen verlassen, ist das in Ordnung. Theoretisch hätte ich erstmal die ganzen Leibeigenen befördern müssen und nicht einen Gemeinen. Um dann auch dafür zu sorgen, dass unsere Leute... Sorry. Schon mal die Stoffe und sowas alles fertig machen. Beeren werden wieder mehr, Gott sei Dank. Ich werde wahrscheinlich hier auch nochmal einen neuen Speicher bauen müssen, wenn wir dann nachher mit Weizen und so weiter arbeiten. Aber die Bäckerei, die können wir dann auch hier hinbauen, da kommt der Speicher da vorne hin und dann ist das auch okay. Alles nicht so leicht. Definitiv nicht. 74% Zufriedenheit im Moment fehlt es nur an Komfort und Gottesdienst. Klar, die Kirche ist voll. Da sind mehr als 20 Leute, die immer wieder rein wollen. Und dementsprechend brauchen wir eigentlich da schon wieder eine Erweiterung, sodass die dann noch mehr beten können. Ist aber gar nicht so einfach. Kriege ich jetzt nicht hin, kann ich euch nicht helfen. Steinmetzhütte ist gebaut. Sehr gut, die ist endlich fertig. Dann kann der Steinmetz schon mal an die Arbeit gehen.
und daraus ordentliche Steine machen, denn wir haben 139 Steine, wissen nicht wohin damit. Perfekt für uns. Holz kommt wieder. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal dieses Haus hier fertig bauen. Dann ist Komfort wieder gesichert. Dann fehlt es noch an Gottesdienst. Das heißt, ich werde auch hier noch eine weitere Erweiterung mit hinzubauen müssen. Das kostet uns nochmal 20 Steine, 10 Bretter und 5 Werkzeuge. Jo, mache ich. Setzen wir mal ein bisschen schräger ran. So. Viel Spaß. Ach Gott, da kommt auch noch ein Wohnhaus hin. Könnt ihr das jetzt mal lassen, bitte? Wozu braucht ihr so viele Wohnhäuser? Ich meine, vieles ist ausgebaut. Manche haben tatsächlich nur Platz für 2 Leute, andere wiederum für 6. Manche wohnen nicht mal in einem Haus. Es sind aber auch schon teilweise Leute mit eingeteilt. Ich habe Glück gehabt, dass ich das Gebäude hier nicht mit abgerissen habe. Aber guck mal, das sieht wirklich so aus wie so ein kleines Dorf, ne? Das sich irgendwo hier so mit eingenistet hat. Das ist genial. Allein schon die Grafik, wie man das Ganze so sehen kann. Es ist top. Das ist... Wow. Und auch so mit dieser tiefen Unschärfe, ne? Dass man wirklich hier vorne alles so sieht und nach hinten hin wird es dann so langsam verschwommen. Schwammig. Schön. Echt schön. Und das dann nachher mit Bergen. Das müsst ihr euch mal visuell vorstellen. Es ist genial. Es ist toll. Ich freue mich. Dann kriege ich gleich Piep in die Augen. Meine Fresse. Ah. So ist Leben eben und es wird Regen geben und hier wird alles fertig gebaut. Auch wenn es noch ein bisschen dauert. Da fehlt auch noch Holz. Die haben zwar noch ziemlich viel, was sie abholzen können. Aber vielleicht sollte ich demnächst wirklich mal so ein Forsthaus mit hinbauen, dass die hier nochmal neu anpflanzen können. Denn ich sag mal, hier ist es ja nicht ganz so schlimm, da will ich ja nicht so viel hinbauen. Gib mir so gehörig auf den Sender. Aber wenn das andere Gebäude erstmal steht, dann haben sie auch genügend Gottesdienst. Und wenn die anderen beiden Wohngebäude stehen, dann haben wir auch genügend Komfort. Der Komfort wird immer mal wieder runtergehen. Es wird immer mal wieder Leute geben, die sagen, oh, ich kann hier aber nirgendwo wohnen. Wo ich denn so denke, ja, heul nicht. Aber damit müssen wir leben. Das ist normal. Denn wir müssen ja immer wieder neue Wohngebiete einteilen. Oh, hier haben die auch so viele gebaut. Das sehe ich ja jetzt erst. Der ganze Wald ist voll. Ich habe gedacht, die haben hier wirklich bloß so vorne rum alles zugebaut. Nein, auch im Wald. Nicht gerade wenig Häuser. Und die wollen sie alle noch ausbauen. Das kostet alles jedes Mal Holz. Ich glaube, ich muss einen neuen Holzfäller mit hinstellen. Na, kann ich ja jetzt auch nicht. Die müssen ja erst den Rest fertig machen. Boah. Das wird eine Weile dauern, Leute. Das ist ja unglaublich. Ich meine, es ist wunderschön, ne? Aber Wahnsinn. Ich bin bloß froh, dass die keine Werkzeuge verbrauchen, denn die brauche ich selber. Was wir aber machen können, ist endlich mal einen Vogt einstellen. Klicken, um Vogt zuzuweisen. Und wir dürfen sagen, welchen der Vogte wir haben möchten, welchen der Bewerber. Gimara zum Beispiel, die Lerngeschwindigkeit im Job wird um 11% erhöht. Alfhelm, die Lerngeschwindigkeit im Job wird um 11% erhöht. Und die Trainingsgeschwindigkeit der Soldaten steigt um 11%. Wir nehmen einfach mal Gimara und dann ist gut. Kostet uns 5 Goldstücke, ist in Ordnung, kann ich mit leben. Und Gimara, die wird nachher losziehen und wird erstmal diese ganzen Vorkommen hier erkunden und schauen, wo gibt es eigentlich Eisen, das wir dann später auch zu Werkzeugen verarbeiten können und müssen. Denn ich will die nicht mehr einkaufen, die sind teuer genug. Wir gucken jetzt mal nach den Preisen an sich. Fisch, wo sehen wir denn die Preise? Eigentlich nur hier, ne? 10 kostet einmal Werkzeug. Wir bekommen aber 5 und 4 durch Beeren und Bretter und dann gibt es noch die Steinblöcke, die uns auch nochmal 6 geben. Also Steinblöcke sind auch nochmal gut was wert, da kriegen wir gerade auch welche mit rein, können wir schon mal verkaufen, das ist okay. Denn Steine kommen immer noch nach.
Ich hoffe, die sind so schnell nicht ausgenudelt. Ansonsten haben wir ein Problem, dann muss ich den Steinmetz auch umbauen. Bis zu 50 Steine können hier eingelagert werden. Ich muss mal gerade ins Lager gucken. Wir haben ja alles schon voll gemacht. Das heißt, wir können diese Steinblöcke dort nicht mit unterbringen. Heißt, wenn wir ein neues Lager bauen, dann erst einmal natürlich für Steine und für Stoffe. Sowie Wolle und Kleider. Ich glaube, die Kleider gehen auch nicht in den Speicher. Nee, ist ja nicht zu essen. Und wieder ein neues Haus. Freut mich, dass wir uns um so viel Komfort kümmern, aber den Rest nicht gebacken kriegen. Und wieder ein neuer Bewohner. Ja, der will auch wieder irgendwo wohnen. Wird doch auch wieder ein neues Haus gebaut. Oh. Ihr macht mich fertig. Aber immerhin, Holz wird wieder mehr. Das heißt, ich werde jetzt das Sägewerk erstmal wieder anschmeißen, damit wir überhaupt wieder an irgendwelche Bretter kommen. Denn Bretter brauchen wir ja nicht nur zum Bau, sondern auch zum Verkauf. So, durch den Marktplatz haben wir extrem viel Geld bekommen. Unterhalt hat uns sehr viel gekostet, das Territorium auch mit 326. Aber durch den Handel haben wir auch noch ein bisschen was wieder gut gemacht. Das heißt, theoretisch, weil so viele Leute bei uns Essen kaufen, allein Beeren, über 1269 haben sie dafür ausgegeben, das ist genial, könnten wir jetzt neues Gebiet auch so langsam mit erschließen und uns vielleicht sogar an Fisch wagen, den wir dann ebenfalls am Marktplatz verkaufen können. Wofür wir zusätzlich natürlich den Marktplatz noch erweitern müssen, da muss ein neuer Stand mit hin. Erstmal ein weiterer Lebensmittelstand. Ist zu weit weg. Hier kann er stehen. Ja, das ist okay. Und dann bauen. Kostet auch wieder 10 Holz, war klar. Euch muss ich erstmal wieder pausieren lassen. Ihr habt uns wieder 18 Bretter gebracht. Und der nächste ist da und möchte wieder was. Ich habe keinen Fisch. Ich behalte alles für mich. Ich muss sowieso die Bretter langsam fertig machen. Ich habe noch 32 Tage Zeit, um 50 Bretter an meine Bevölkerung zu liefern. Gott sei Dank kostet der Stand nur Holz, normales Holz. Das wird schon. No. Es kann übrigens sein, dass es mal nicht eine großartige Begrüßung gibt oder eine Verabschiedung, weil ich dann am Stück aufnehme. Könnte auch jetzt passieren, das könnte beim nächsten Mal passieren, das weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Ich war lange Zeit ausgeschaltet, deswegen habe ich jetzt auch lange Zeit nichts aufgenommen und es ist so ziemlich das erste Mal, dass ich wieder ein bisschen was mit Let's Plays zu tun habe. Jojo. Gut. Wir kaufen uns jetzt das Territorium hier unten. Und werden dann auch eine Fischerhütte bauen. Eine Fischerhütte. Wo ist sie? Haben wir die überhaupt schon freigeschaltet? Ich glaube nicht. Nee, haben wir noch gar nicht. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erst an meinem Haupthaus, an unserem Herrenhaus, auch noch irgendwas ausbauen. Okay, was machen wir denn? Noch eine Holzerweiterung? Kostet Bretter und Steine. Haben wir beides. Ist okay. Puh, warte, die drehen wir einmal. So, die kommt damit hin. Ja, auch sehr viele Ziergebäude haben wir jetzt schon mit freigeschaltet, können wir nutzen, um das Ganze noch zu verschönern, die Attraktivität zu steigern. Aber ich sag mal, die Attraktivität ist relativ okay. Wenn wir jetzt nämlich einmal auf das Wohngebiet klicken und dann hier rüber gehen, sehen wir, oh, hohe Attraktivität, Durchschnitt niedrig, dann ist wieder Durchschnitt, hier beim Herrenhaus wieder hoch. Und so weiter und so fort. Beim Marktplatz ist auch immer schön hoch, beim Dorfzentrum. Das sind immer die beliebtesten Wohngegenden. Und natürlich wird es auch noch weitere Wohngegenden geben. Ah, es dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist. So, Steine wurden gebracht. Jetzt können sie das Teil auch schon mal fertig bauen. Hier wird noch weiter dran rumgeklöppelt an der Kirche. Und dann ist die auch bald fertig und dann können die Leute wieder weiter beten. Freuen sich. Ich mich auch. Komm, ein Hammerschlag hat noch gefehlt. Den hättet ihr auch noch hinkriegen können. Interessant, dass man von innen kaum was sieht, ne? Zack, fertig. Dorfkirche gebaut, jetzt können 40 Leute beten gehen. Das heißt, es mangelt schon mal nicht mehr am Gottesdienst. Das ist okay. Und das wird uns auch die Zufriedenheit nicht mehr runterreißen.
Wir haben noch sehr viele arbeitslose Leute, aber ich habe auch nicht so viele Jobs, die ich euch hier verpassen kann. Ich könnte höchstens noch einen zum... Nee, Sammler kann ich auch nicht mehr machen. Das ist doch nicht wahr. Ah, mein Leben. Eines ist der Baustelle zugewiesen. Eines, aber auch nur eins. Ein neuer Bewohner ist da. Und wir müssen noch 50 Bretter zur Arbeiterschaft bringen, innerhalb von 21 Tagen. So, ich werde das Ding jetzt weiterlaufen lassen, sonst kriege ich das nicht hin. Viel Spaß. Viel Glück für dich und denk das nächste Mal an mich. Jetzt geht's los, wir kommen. Wir sind wieder bei dir mit unserem Zauberbuch. Du bist hergekommen, denn du brauchst immer nur den rechten Zauberspruch. Ah, Gott, nee. Ja, die Baumeister müssen da auf jeden Fall noch mit ran. Das geht so nicht. Auch hier drüben, das ist alles schon voll, aber keiner baut. Das Problem ist auch immer, wenn die Gebäude, sprich der Baumeister oder meinetwegen auch der Holzfäller und so, zu weit weg sind. Die gehen erst zum Arbeitsplatz, sagen, hallo, kann jetzt losgehen, gehen dann hin, klöppeln ein bisschen, merken, ach, ich habe Hunger, gehen erst wieder zum Arbeitsplatz zurück, dann wieder zum Marktplatz, essen dort was, ruhen sich kurz aus, dann gehen sie wieder zum Arbeitsplatz und so geht das die ganze Zeit. Das heißt, die Entfernung spielt in diesem Spiel auch eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen wird es wahrscheinlich auch später mehrere Baubüros geben. Gegebenenfalls werden wir auch andere Dinge einfach umstellen, sagen, okay, ich brauche kein Baubüro mehr, dort wird nichts gebaut, das stelle ich jetzt rüber. Damit denn der Bau auch ein bisschen schneller vorangeht. Wobei man immer gucken muss, wo steht das Lagerhaus. Vielleicht brauchen wir da auch dann ein weiteres Lager mit Holz, Werkzeugen, Stein, Brettern und so weiter. Müssen wir sehen. 17 Tage noch und wir haben jetzt 28 Bretter. Sobald wir bei 50 sind, ich habe hoffentlich den Einkauf so ein bisschen minimiert, erhöht. Den Verkauf, Entschuldigung. Bretter. Steine. Wir können jetzt die Steine verkaufen. Wo sind sie denn? Steinblöcke. Dann sagen wir, ab 30 könnt ihr dort gerne alles verkaufen. Dann kriegen wir davon auch noch zusätzliches Geld zusammen. Und wenn das Teil erstmal fertig ist und daraus eine Schatzkammer beispielsweise gemacht wird, dann werden wir bestimmt noch ein bisschen was dazu bekommen. An Prunk. Guck mal, allein hier, 3 Prunk fürs Hauptgebäude. 1 Prunk für die Schatzkammer und 1 Prunk fürs Vogtbüro, das heißt ein weiterer Prunk und wir sind dann auch wieder besser ausgestattet. Und Gottesdienst funktioniert. Die Leute können jetzt wieder beten gehen, alles ist okay. Das heißt, die Zufriedenheit steigt weiter und wir werden dann auch wieder weitere Leute bekommen. Ob ich das jetzt unbedingt will, sei mal dahingestellt. Aber ist okay. Ist okay. Wir haben noch 13 Tage Zeit, aber die 50 Bretter sind fast da und dann wird die Arbeiterschaft schon mal sehr zufrieden sein und uns sehr viel Einfluss geben. Also wir werden sehr viel Einfluss bei der Arbeiterschaft haben. So. Es läuft. Besser als im Livestream, als ich das erste Mal gespielt habe. Zwar auch relativ langwierig, aber es ist wie gesagt nur am Anfang so. Hier drüben wird auch endlich weitergebaut, dann kriegen wir Schafe, Stoffe. Die Stoffe können wir wieder für den Bau von verschiedenen Gebäuden verwenden. Und dann brauchen wir nur noch eine Weberei, die aus den Stoffen dann Kleidung näht. Rohmaterialien fehlen. Holz, wie immer. So, aber das konnten wir abgeben und damit ist der Auftrag erfüllt, bevor er abgelaufen ist. Und wir haben jetzt auch die 6 Prunk. Das heißt, die Fischerhütte schalten wir frei, die Skulptur in der Bauhütte, dass wir dann auch Skulpturen bauen können und eine Hecke. Hecke ist auch nicht so wichtig. Aber mir ist jetzt wichtig, dass wir erstmal die Fischerhütte bauen. Da ist sie. Oh, endlich. So rum geht's nicht. Das heißt, es muss nach da zeigen und kann dann irgendwie gebaut werden. Ich baue das mal so mit hin, bauen. Boah, 40 Holz? Euer Ernst? Ja gut, okay. Ist klar. Wir müssen ja den ganzen Steg erst fertig machen und so. Ist ja nicht nur das Haus. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass hier auch so viele Steine so schön verbaut sind. Man sieht im Prinzip, welche Materialien denn dort eine Rolle gespielt haben. Ja, ihr müsst eigentlich schon wieder Pause machen. So leid es mir tut.
Den Schäfer können wir schon mal zuweisen und Schafe können wir ebenfalls züchten. Wenn man immer wieder auf Schafe züchten geht, kommt schon, nicht missbrauchen. Doch, ernsthaft, hört auf. Doch, denkt auch an die Nachbarn. Der Geruch alleine. Beschwert euch nicht bei den Entwicklern, wenn das Spiel abstürzt. Man wird euch fragen, wie viele Schafe. Wenn sie es tun, nicht antworten. Weil sie sagen werden, dass ja wohl vorhersehbar war. Versucht ihr rauszufinden, ob da ein schwarzes Schaf dabei ist? Sowas gibt's doch gar nicht. Eure Ausdauer ehrt uns. Was, ein schwarzes Schaf? Teufel auch! Das konnte ich wirklich nicht ahnen. Ich bin ja nur ein Schalter in einem Spiel. Nun, ich sollte jetzt wieder in mein normales Schalter-Dasein zurückkehren. Schafsplagen machen Spaß. Kommt schon, nicht missbrauchen. So, Ende. Also mehr zeigen die nicht an, aber das ist zum Beispiel ein Teil eines Achievements, dass man hier so lange drückt, bis ein schwarzes Schaf da ist. Und da können wir gleich mal gucken. Die sehen auch sehr lustig aus. Da ist es, da läuft's. Hier, ich sehe dich, du Schaf, du. Geile Schafe, wa? Mäh. Sehen aus wie kleine Spinnen. Ja, die haben was. Die sind cool. Ach, das ganze Spiel ist genial. Gut, Beförderungen sind noch verfügbar, könnten wir im Prinzip in die Wege leiten, würde mir jetzt aber nichts bringen. Da warten wir noch bis zu einem späteren Zeitpunkt, obwohl wir könnten ein paar kleinere Leute noch befördern, ne? Zu Leibeigenen. Ah, nee. Dann haben wir wieder einen riesen Holzverbrauch, weil die wieder neue Gebäude haben wollen. Ist nicht. Nicht jetzt. So, die erste Wolle ist da, wird aber nirgendwo anders eingelagert. Die Weberei wird jetzt gleich fertig sein, dann werden wir dort auch die nächsten Leute mit reinstecken, die arbeiten gehen. In der Steinmetzhütte arbeitet bereits jemand. Das ganze Holz muss jetzt hier runter. 10 Holz haben sie nur da. Ja, es lohnt sich jetzt nicht noch auf eine neue Folge zu warten, beziehungsweise die auch mit rauszuschneiden. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part und dann gucken wir nochmal weiter. Vielleicht ist bis dahin auch genügend Holz da. Bis gleich. Was sind das für Hieroglyphen? Lasst ein Abo da oder klickt auf ein anderes Video. Ah, und ein Like nicht vergessen.